Ich habe das gar nicht ausgehalten, weil einfach meine Gedanken immer bei meinen Brüsten gewesen sind. Irgendwo in mir drin ist immer noch dieses, ich muss es verstecken. Die erste richtige Erleichterung kam, wie sie das halt alles runtergenommen haben. Es war so, wow. Hallo, ich bin Fiona, 24 Jahre alt und vor exakt einer Woche habe ich mir die Brüste verkleinern lassen. Mein Name ist Beverly, ich bin 20, ich komme aus Köln und ich leide am Poland-Syndrom. Das bedeutet, dass ich eine Fehlbildung an meinem Brustmuskel habe, in meinem Fall am linken, der dafür gesorgt hat, dass meine linke Brust A-Körbchen und meine rechte Brust ein F-Körbchen ist. Durch eine Operation konnte ich beide zum Glück in diesem Jahr auf E angleichen. Ich bin Sam, ich bin 32 Jahre alt und ich habe vor 5 Jahren eine Mastektomie gemacht, also ich habe meine Brüste entfernen lassen. Für mich war das sehr schlimm, schon als Kind, da ist man ja, oder ich war dann noch richtig Kind, mit 10, 12 Jahren so sexualisiert zu werden aufgrund meiner Oberweite, weil ich gemerkt habe, dass Kinder anders mit mir umgehen, dass Erwachsene anders mit mir umgehen, dass ich anders angeguckt werde. Ich habe mich eben mit Anfang 20 zunehmend männlich identifiziert und für meine eigene männliche Identität haben die Brüste nicht mehr da reingepasst und ich habe angefangen, sie abzubinden mit einem Binder. Das ist ein ganz hautenges Shirt aus Polyester. Ich habe einfach dieses Makel an mir gesehen und überall um mich herum nur wunderschöne Frauen mit wunderschönen Körpern, die ein schönes Dekolleté haben. Und ich habe mich einfach fehl am Platz gefühlt. Ich habe mich so gefühlt, als ob etwas mit mir falsch war. Jedes Mal zu spüren zu kriegen, dass ich so anders bin, alleine das hat mich sehr eingeschränkt. In der 9. oder 10. Klasse hatten wir Schwimmen. Und das war natürlich mein absoluter Albtraum. Und dann habe ich zu meinem Arzt einfach gesagt, ich habe eine Chlorallergie. Bitte schreiben Sie mich krank, ich kann nicht mitschwimmen gehen. Ich glaube, das weiß auch bis heute keiner. Falls meine Lehrer das sehen, das tut mir sehr leid, ich habe keine Chlorallergie. Als Fahrradbote habe ich gearbeitet und da hatte ich dann diesen Binder an und es war einfach extrem anstrengend, viel zu schwitzen und viel körperliche Anstrengungen zu haben. Das war auch bis zuletzt so, dass ich, wenn ich intim geworden bin mit jemandem, dass ich immer ja, die Brust irgendwie halten musste. Ich musste immer gucken, wie liegen sie denn jetzt, wie bewegen sie sich jetzt. Ich habe das gar nicht ausgehalten, weil einfach meine Gedanken immer bei meinen Brüsten gewesen sind. Irgendwann habe ich dann natürlich mit meinem Freund angefangen, körperlich zu interagieren. Und ich konnte mein T-Shirt nicht ausziehen. Nicht, dass er mich nicht unterstützt hätte, er wusste davon. Aber es ging von mir aus einfach nicht. Ich musste jedes Mal, wenn wir irgendwas angefangen haben, mein T-Shirt anlassen. Nicht, weil ich ihm gefallen wollte, sondern weil ich mir selber in der Situation gefallen wollte. Ich habe sicher 3 Jahre abgebunden, bevor ich mich entschieden habe, dass ich sie auch entfernen lassen will. Für mich war das auch wichtig, eine Zeit lang mit Brüsten zu leben als erwachsene Person und dann mich zu entscheiden, dass ich sie doch nicht mehr will. Also irgendwie sich auch diese Zeit zu nehmen und ich konnte auch irgendwie so mich verabschieden. Ich wollte einfach in diesem Punkt für mich selber schön sein. Ich war ziemlich geschockt, als ich zum ersten Arzt gegangen bin, eben für die Anträge bei der Krankenkasse. Das war ein Orthopäde. Und der sollte mir einmal bescheinigen, dass ich Haltung stehe. Das wusste ich schon, aber ich brauchte halt noch mal eine Bescheinigung. Und dieser Arzt hat mich angeguckt und gesagt, sieht doch gut aus. Oder für meine Mutter war das fast wie eine, das hat sie so persönlich betroffen oder beleidigt, dass es so der Körper ist, der aus ihr hinauskam und den will ich verändern. Genau, also das war nicht so einfach. Es waren zwei Operationen, einmal mit einem Expander, der die Brust vergrößert hat, und dann wurde das Implantat ausgetauscht und die andere Brust wurde angehoben, weil diese Brust natürlich dann gestanden hat, wie so eine richtig schön gemachte Brust, und die andere hat natürlich immer noch gehangen, wie eine sehr natürliche. Und das war auch sehr unschön und haben die Ärzte halt gesagt, ja, wir machen das halt mit, haben die dann auch angehoben und deswegen mussten das zwei OPs sein. Bei mir wurde der T-Schnitt durchgeführt, der wird gemacht, wenn die Brust besonders groß und umfangreich ist, und das heißt, dass einmal unterhalb, also in der Brustfalte, ein Schnitt gesetzt wird und einmal hoch zur Brustwarze, dann einmal um die Brustwarze drumherum, weil die wird dann ja auch noch versetzt. Das heißt, das wird dann kleiner gemacht, ein bisschen ja, in Form gegeben. Dann wird eine Stelle ausgesucht, wo die Brustwarze hinkommt, weil meine Brustwarze, die hat zum Boden geguckt und das würde natürlich nicht passen, wenn ich jetzt kleine Brüste habe und die guckt zum Boden, sondern die wurde dann nach oben versetzt. Hier unten, es wurden 2 große Narben, also die reichen von hier bis hier, wurde aufgeschnitten und das ganze Gewebe wurde entfernt. Und die Nippel werden rausgeschnitten und werden kleiner geschnitten, werden zurecht, also so auf Norm männliche Nippelgröße geschnitten und wieder reinverlegt. Und dann, dabei werden die Nervenstränge halt zum Großteil abgeschnitten.
Und dadurch verliert man viel, also nicht alles, aber viel an Gefühl in den Nippeln. Ich war noch ziemlich weg, als ich wach geworden bin. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich, ein Freund hat mich begleitet, der hat mir das auch nochmal erzählt, ist, dass ich ihn angeguckt habe und angefangen habe zu weinen. Ich habe richtig doll geweint und habe gesagt, ich bin so glücklich. Also ich war sehr, sehr glücklich, weil es schön aussah, aber es sah dann im ersten Moment halt nicht so aus wie die Sachen, die ich die letzten 6, 7 Jahre gesehen habe. Aber langsam, als ich mich dann halt angeschaut habe, und es ist glaube ich auch nicht verwerflich, dass ich dann erstmal 10 Minuten lang alles angestarrt habe, nachdem der Verband weg war, hat sich dann halt langsam aus meiner Mitte heraus so ein richtiges, wohltuendes Gefühl herausgetan, weil ich endlich mochte, was ich im Spiegelbild gesehen habe. Ich glaube, die erste richtige Erleichterung kam, wie sie das halt alles runtergenommen haben. Es war so, wow, und irgendwie schnell aufs Klo und haben im Spiegel das alles öfter angeschaut. Also ich glaube, da war dann, das war richtig, ja, war richtig schön, war total erleichternd. Und es war halt auch, ich hatte Körbchengröße C, glaube ich. Und deswegen, es war halt auch zumindest diese Einbildung, dass auch so ein Gewicht weg ist. So wie es jetzt ist, bin ich total zufrieden. Das ist ein B-Körbchen. Und somit 8 Nummern kleiner, als ich vorher hatte. Ich bin direkt zu einem BH-Laden gegangen und habe mir erstmal direkt 5, 6 neue BHs gekauft, weil jetzt beide halt auf E sind und das halt mit dem Umfang auch nicht mehr gepasst hat. Und ich habe mich richtig, richtig toll gefühlt, als ich dann da stand und alles war so schön in Seide und Satin und ich hatte diesen richtig tollen BH und ich war nur so, ja, ja, es ist alles wundervoll. Was ich jetzt schon merke, ist, dass ich viel motivierter bin. Also das merke ich schon morgens. Nach dem Aufstehen ist es nicht mehr dieser Kampf, auf welchen BH ziehe ich denn jetzt an. Hässlich, aber bequem, schön, aber unbequem. So diese ersten Male alleine schon in der WG, vielleicht kurz vom Badezimmer in mein Zimmer huschen. Also ich bin jetzt nie irgendwie groß oben ohne rumgesessen damals, aber oder das erste Mal im Schwimmbad. Ich glaube, das war eh in dem Winter, dass ich im Hallenbad war. Es war einfach total ungewohnt. Ich hatte das Gefühl, ich muss mir was anziehen. Obwohl ich die OP hinter mir habe, trage ich immer noch weite Klamotten, weil irgendwo in mir drin ist immer noch dieses, ich muss es verstecken. Jetzt gerade ist es so, dass ich mich immer wieder dabei erwische, dass ich schnell in diese Haltung gehe, die ich jetzt jahrelang über hatte, die ich gar nicht mehr haben muss, weil mich einfach nichts mehr runterzieht. Also meine Haltung ist einfach extrem viel besser geworden, weil ich habe früher, um auch meine Brüste zu verdecken, bin ich oft irgendwie da habe ich meinen Rücken ein bisschen verkrümmt und ich glaube, dadurch bin ich einfach, konnte ich wieder irgendwie aufrechter sitzen oder habe mich irgendwie getraut, meinen Oberkörper zu zeigen auf eine Art und Weise, dass ich es vorher irgendwie, wo ich es vorher versteckt habe. Nachdem ich dann die Operation hatte, haben mich Leute darauf angesprochen, nicht auf meine Brüste, sondern die meinten dann, du gehst viel fröhlicher durchs Leben, du hast ein viel größeres Grinsen als sonst, du bist viel offener, viel selbstbewusster. Dieses ganze Gefühl, ich werde nicht mehr auf meine Brüste reduziert, Leute kommentieren meine Brust nicht andauernd und dass ich anziehen kann, was ich möchte, das ist total großartig. Ich habe es nie bereut. Das Einzige ist auf einer sexuellen Ebene manchmal vermisse ich tatsächlich, dass es da so irgendwie eine weitere erogene Zone gibt, dass ich spüre einfach überhaupt nichts in meinen Brüsten oder in meiner Brust. Ich weiß einfach, dass wenn ich mich jetzt mitten auf der Straße ausziehen würde, ich mich für nichts schämen würde, sondern einfach für mich selber schön bin und dazu auch stehen kann. Jetzt fühle ich mich auch so, als wenn das wirklich mein Körper ist. Das hat sich vorher nicht angefühlt wie mein Körper. Habt ihr denn schon mal Erfahrungen damit gemacht, wie es ist, wenn sich Freunde oder Familienmitglieder operieren lassen oder habt ihr euch selbst vielleicht schon mal operieren lassen? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns da sehr drüber.